Teil 5. Der Bewohner von Unal. Oft träume ich vom begrabenen Atlantis, verloren in den Zeiten, die in die Nacht eingingen. Ewigkeit zu Ewigkeit existierst du in Schönheit, ein Licht strahlend durch die Dunkelheit der Nacht. Gewaltig in Macht herrschten über die Erdgeborenen, Herr über die Erde in den Tagen von Atlantis, König der Nationen, Meister der Weisheit, Licht durch Suntal, Wächter des Weges, Verweiler in seinem Tempel, der Meister von Unal, Licht der Erde in den Tagen von Atlantis. Meister er von einem Zyklus jenseits von uns. Lebe in Körpern wie eins unter Menschen, nicht wie die Erdgeborenen, er jenseits von uns, Sonne eines Zykluses, fortgeschrittener als Mensch. Wisset ihr, o Mensch, dass Horlet der Meister niemals eins mit den Kindern der Menschen war? Fern in den vergangenen Zeiten, als Atlantis erstmals zur Macht wuchs, erschien dort einer mit dem Schlüssel zur Weisheit und zeigte jedem den Weg zum Licht. Zeigte er jedem Menschen den Pfad der Erleuchtung, Weg zum Lichte, welches unter dem Menschen fließt. Meistere die Dunkelheit, leite die Menschenseele aufwärts zu Höhen, die eins sind mit dem Lichte. Teilte die Königreiche er in Sektionen. 10 waren es, regiert von den Kindern der Menschen. Auf einem anderen erbaute er ein Tempel, erbaut aber nicht von den Kindern der Menschen. Heraus aus dem Äther rief er jene Substanz, gestaltet und geformt von der Macht von Iotal, in jene Form, die er mit seinem Gedanken erbaute. Meile über Meile verdeckte es die Insel, Raum über Raum wuchs es in seiner Macht. Schwarz, dennoch nicht schwarz, aber dunkel wie das Raumzeit, tief in seinem Herzen die Essenz des Lichtes. Rasch wuchs der Tempel und entstand, gestaltet und geformt durch das Wort des Bewohners, gerufen vom Formlosen zu einer Form. Erbaute er dann darin große Kammern, füllte diese mit Formen, hervorgerufen vom Äther, erfüllte sie mit Weisheit, hervorgerufen von seinem Verstand. Formlos war er im Inneren seines Tempels, dennoch war er geformt aus dem Ebenbild des Menschen, verweilte unter ihnen, dennoch nicht von ihnen. Seltsam und sehr verschieden war er von den Kindern der Menschen. Erwählte er dann von unter seinen Leuten 3, welche seinen Zugang wurden. Erwählte er die 3 von den Höchsten, um seinen Verbindungen mit Atlantis zu werden. Boten jene, welche seinen Rat trugen, zu den Königen der Kindern der Menschen. Hervorbrachte er andere und lehrte sie Weisheit. Lehrer sie für die Kinder der Menschen. Platzierte er sie auf der Insel von Undal, um dort Lehrer zu sein des Lichtes für die Menschen. Jeder von denen, welche auserwählt wurden, gelehrt mussten sie werden für 5 Jahre bis 10. Nur auf diese Weise können sie das Verständnis erlangen, Licht zu bringen zu den Kindern der Menschen. Ich, Thoth, habe ewige Weisheit ersucht, suchte in Dunkelheit und suchte im Licht. Lang in meiner Jugend habe ich den Pfad bereist. Er suchte immer neue Zunahme von Weisheit, bis nach vielem Streben einer der 3 das Licht zu mir brachte. Brachte er mir die Befehle des Bewohners des Tempels, rufte mich von der Dunkelheit ins Licht, brachte er mich vor dem Bewohner tief im Tempel vor dem großen Feuer. Dort auf dem Thron erblickte ich den Bewohner, bekleidet mit dem Licht und fackelnd mit dem Feuer. Runter kniete ich vor der großen Weisheit, fühlte das Licht durch mich fließend in Wellen. Hörte ich dann die Stimme des Bewohners. O Dunkelheit, komme an das Licht. Lange suchtest du den Pfad zum Licht. Jede Seele auf Erden, welches seine Fesseln lockert, soll bald erlöst werden von der Gefangenschaft der Nacht. Heraus aus der Dunkelheit seid ihr aufgestiegen, näher annähernd dem Licht eures Zieles. Hier sollst du verweilen als eins meiner Kinder. Wächter der Aufzeichnungen, gesammelt durch Weisheit. Instrument seid ihr von dem Licht aus dem Jenseits. Vorbereitet durch dich wurde getan, was musste. Erhalter von Weisheit durch Zeiten der Dunkelheit, das schnell kommen soll zu den Kindern der Menschen. Lebet und trinket von aller Weisheit. Geheimnisse und Mysterien sollen dir offenbart werden. Dann antwortete ich dem Meister der Zyklen, sagte, O Licht, das herabstieg vom Mensche. Gebet mir von deiner Weisheit, so dass ich ein Lehrer der Menschen werden kann. Gebet von deinem Licht, so dass auch ich
möge frei sein. Sprach dann nochmals zu mir der Meister, Zeitalter durch Zeitalter sollt ihr durch eure Weisheit leben. Ja, als über Atlantis die Ozeanwellen rollen, halten das Licht, jedoch versteckt in Dunkelheit, bereit zu kommen, wenn du jemals rufen solltest. Gehet nun und lernt bedeutendere Weisheiten, wachset durch das Licht zum unendlichen Ganzen. Lange verweilte ich im Tempel des Bewohners, bis letztendlich ich eins war mit dem Licht. Folgte ich dann den Pfad zu den Sternenebenen, folgte ich dann den Pfad zum Licht. Tief hinein ins Herzen der Erde folgte ich dem Pfad, lernte die Geheimnisse unten so wie oben, lernte den Pfad zu den Hallen von Amenti, lernte das Gesetz, das die Welt balanciert. Zu den versteckten Kammern der Erde drang ich durch meine Weisheit, tief durch Erdes Kruste hinein auf den Pfad. Versteckt für Jahre vor den Kindern der Menschen. Enthülle vor mich aber mehr Weisheit, bis ich neues Wissen erlange. Fand ich, alles ist ein Teil vom Ganzen, größer und doch größer, denn alles, was wir kennen. Suchte ich nach dem Herz der Unendlichkeit für all die Jahre. Tief und doch tiefer fand ich mehr Mysterien. Jetzt, wie ich zurückschaue durch die Zeiten, weiß ich, dass Weisheit grenzenlos ist. Immer größer wachsend über die Zeiten, eins mit Unendlichkeits größer als alles. Licht gab es im alten Atlantis, doch Dunkelheit auch war in allem versteckt. Fielen vom Licht in die Dunkelheit hinab, einige, welche aufgestiegen waren unter den Menschen. Stolz wurden sie wegen ihrer Weisheit, stolz waren sie wegen ihrem Platz unter Menschen. Tief befassten sie sich mit dem Verbotenen, öffneten den Pfad, der nach unten führt, strebten sie, um aber mehr Wissen zu erlangen, aber versuchen es von unten zu bringen. Er, welcher hinabsteigt, muss Balance besitzen, sonst ist er gebunden anhand Mangel unseres Lichtes. Öffneten sie dann anhand ihres Wissens Pfade, verboten dem Menschen. Aber in seinem Tempel, allsehend, der Bewohner, lag in seinem Aguanti, während durch Atlantis seine Seele frei umherging, sah er die Atlanta mit ihrer Magie dem Pfade öffnen, welcher die Erde ein großes Leid bringen wird. Rasch floh seine Seele dann zurück zu seinem Körper. Aufstieg er von seinem Aguanti, rief er die drei mächtigen Boten, gab den Befehl, der die Welt zerschlug. Tief unter die Erdkruste zu den Hallen von Amenti stieg der Bewohner rasch hinab. Rief er dann die Kräfte jene, die sieben Herren hantierten, veränderte die Balance der Erde, hinab versank Atlantis unter den dunklen Wellen, zerstörte den Pfad, welcher geöffnet wurde, zerstörte den Pfad, jener nach unten führte. Alle Inseln wurden zerstört außer Unal, ebenso wie Teile der Inseln, welche den Söhnen des Bewohners angehörten. Bewahrte sie auf, damit sie Lehrer werden, Licht auf dem Pfad für jene, die Nachkommen, Licht für die geringeren Kinder der Menschen. Rief er dann mich, Fauf, vor sich, gab mir Befehle für alles, was ich tun sollte, und sagte, nimm du, o Fauf, all deine Weisheit, nimm all deine Aufzeichnungen, nimm all deine Magie, gehe dahin, die Aufzeichnungen aufzubewahren, bis Licht wächst unter den Menschen. Licht sollst du sein, durch all die Zeiten. Versteckt, doch auffindbar durch erleuchtete Menschen. Über die ganze Erde geben wir euch Macht, Freies zu geben oder Freies zu entnehmen. Versammle nun die Söhne von Atlantis, nimm sie und flüchte zu dem Volk aus den Felsenhöhlen, fliege zu dem Land der Kinder von Kem. Dann versammelte ich die Söhne von Atlantis, hinein ins Raumschiff brachte ich all meine Aufzeichnungen vom versunkenen Atlantis. Sammelte ich all meine Macht und Instrumente von mächtiger Magie. Hinauf stiegen wir auf dem Flügeln des Morgens, hoch stiegen wir über dem Tempel, ließ zurück die drei und den Bewohner, tief in den Hallen unterhalb des Tempels, schloss den Pfad zu den Herren der Zyklen, dennoch für jeden, der Wissen besitzt, offen soll er sein, der Pfad zu Amenti. Rasch flohen wir dann auf den Flügeln des Morgens, flohen zu den Inseln der Kinder von Kem. Dort mit meiner Macht eroberte und regierte ich sie, führte sie zum Licht, die Kinder von Kem.
Tief unterhalb der Felsen vergrab ich dann mein Raumschiff, warte die Zeit, wenn Mensch frei sein würde. Über dem Raumschiff errichtete ich ein Merkmal in Form eines Löwen, aber dennoch dem Menschen gleiche. Dort unterhalb des Gebildes ruht mein Raumschiff, hervorzubringen, wenn der Nutze aufkommen sollte. Wisset ihr, o Mensch, dass fern in der Zukunft Eindringlinge aus der Tiefe kommen werden? Dann erwachet ihr, welche Weisheit haben. Bringe hervor mein Schiff und erobere mit Leichtigkeit. Tief unter dem Gebilde liegt mein Geheimnis. Suche und finde in der Pyramide, die ich erschuf. Jedes ist dem anderen sein Schlüsselstein. Jedes der Pfad, jener ins Leben führt. Folge dem Schlüssel, den ich zurücklasse. Suchet und der Eingang zum Leben soll deins sein. Suchet du in meiner Pyramide, tief im Korridor, der in einer Wand endet. Benutze dort den Schlüssel der Sieben und offen für dich wird der Pfad fallen. Nun gab ich dir meine Weisheit. Nun gab ich dir den Weg. Folge dem Pfad. Löset meine Geheimnisse. Zu euch zeigte ich den Weg.